Wenn Deutschland ein Herz hätte, wo würde es wohl schlagen? Wir glauben, hier. In der Region Hannover. Mitten in Europa, wo sich die wichtigsten Verbindungen zwischen Norden und Süden und zwischen Osten und Westen kreuzen. Wo es Berge, Flussauen und sogar ein Meer gibt. Wo Menschen Wurzeln schlagen können, auch wenn sie hier nicht geboren sind. Wo wir ganz wir selbst sein können, ohne darauf zu schauen, was andere von uns erwarten. Deshalb haben wir auch in der Organisation der öffentlichen Hand einen eigenen Weg gewählt. Wir sind einzigartig. Die Region Hannover ist nicht nur eine Gegend, die Naturerleben und Großstadtflair vereint. In der eine ländliche Wohnlage und eine gute Anbindung ans Zentrum zusammengehören. In der große Unternehmen ebenso ihren Platz haben wie kulturelle Perlen. Die Region Hannover ist auch eine Behörde. Eine Gebietskörperschaft als Dach für 21 Städte und Gemeinden. Mit ihnen zusammen gestalten wir unseren gemeinsamen Lebensraum. Wir sind nicht nur für das Umland zuständig, sondern auch für die Stadt Hannover. Die Regionsversammlung, das wichtigste politische Gremium, entscheidet zum Beispiel über Bus- und Bahnverkehr, soziale Angebote, den Schutz der Natur und vieles mehr. Und das kommunenübergreifend. Entscheidungen, die hier getroffen werden, sind manchmal erst nach 10 oder 20 Jahren sichtbar. Sorgfältig zu planen und langfristig zu denken, ist unser Job. Mehr als 3000 Menschen in der Regionsverwaltung regeln die wesentlichen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge für 1,2 Millionen Menschen, die hier leben. Für sie da zu sein, ist unser Auftrag. Ein grüner Lebensraum, in dem sich gut wohnen und arbeiten lässt. Indem wir in der Freizeit die Seele baumeln lassen können. Indem wir auch ohne Automobil sind. Indem jeder Mensch den Job findet, der zu ihm passt. Indem unsere Kinder von der Krippe bis zur Berufsschule in guten Händen sind. Das ist unsere Vision. Wer heute Entscheidungen trifft, muss an morgen denken. Klima- und Umweltschutz sind für die Region Hannover deshalb zentrale Themen. Kontinuierlich hat die Region Hannover in den vergangenen Jahren das Bus- und Bahnnetz ausgebaut. Unser Lieblingsverkehrsmittel? Das Fahrrad. Für gut 1000 Kilometer Radweg ist die Region zuständig. Und das Radwegenetz wächst weiter. Wir sorgen dafür und treiben so die Verkehrswende voran. Etwa die Hälfte des Regionsgebiets steht unter Landschafts- oder Naturschutz. Rund 1100 Quadratkilometer. Wir schützen Pflanzen und Tiere und regenerieren Moorgebiete, die als wichtige CO2-Speicher dienen. Wir Menschen brauchen Raum für Wohnen, Wirtschaft und Verkehr, für Einkaufen und Erholung. All diese Ansprüche im Blick zu behalten und Flächen sinnvoll aufzuteilen, ist Aufgabe der Region Hannover, der Regionalplanung. Unser besonderes Anliegen ist, auch in den Dörfern Einkaufsmöglichkeiten zu erhalten. Damit den jüngeren Generationen der Start ins Erwachsenenleben gelingt, unterstützt die Region Hannover sie. Förderschulen und berufsbildende Schulen liegen in der Trägerschaft der Region Hannover. Unser Ziel ist, diese jungen Menschen mit dem nötigen Handwerkszeug für das spätere Leben auszurüsten. Sie sind unsere Zukunft. Wenn Region Hannover drinsteckt, steht es auch drauf? Irrtum. Die Region Hannover ist mehr als eine Behörde. Zu ihr gehören viele Unternehmen, die im Auftrag der Region handeln. Zum Beispiel der Abfallentsorger AHA, ein Tochterunternehmen der Region Hannover. Das Gute? AHA muss keine Gewinne erwirtschaften. Alle Einnahmen fließen wieder in die Müllentsorgung. Mit dem Klinikum Region Hannover stellen wir eine hochwertige Gesundheitsversorgung in allen Teilen der Region sicher. Auch der Rettungsdienst in den 20 Umlandgemeinden ist eine Leistung der Region Hannover. Die Hilfsorganisationen sind in ihrem Auftrag im Notfall vor Ort. Für die Menschen auch in kritischen Situationen da zu sein, das ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Für 16 Städte und Gemeinden ist die Region Hannover das zuständige Jugendamt. Das Wohl der Kinder und Jugendlichen ist unser wichtigster Auftrag. Und am schönsten ist es, wenn wir so helfen können, dass die Kinder bei ihren Eltern bleiben können. Wir haben diejenigen im Blick, die Unterstützung brauchen. Zum Beispiel, wenn das Einkommen nicht reicht für die eigene Wohnung.
Wir haben ein Auge auf die Gesundheit der Menschen und geben unser Möglichstes, dass Krankheiten sich nicht ausbreiten. Wir sind für Sie da, auch wenn Sie es nicht merken. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist wertvoll und jeder hat die Chance verdient, so umfassend am Leben teilzuhaben, wie es geht. Deshalb sind uns frühe Hilfen für junge Familien wichtig. Ebenso wie Rat und Unterstützung für die Ältesten. Ob das Leben gelingt und wir glücklich sind, darf keine Frage der Herkunft sein. Wir bemühen uns, Menschen ihren individuellen Weg zu ebnen. Dazu gehört nicht nur, Barrieren im öffentlichen Nahverkehr abzubauen, sondern überall, wo sie Menschen hindern, voranzukommen und an der Gesellschaft teilzuhaben. Denn wir stehen für Vielfalt.